viele Bauarten für unzählige Zwecke schaffen und dabei Abertausenden Brot geben. So hieß das Friedensprogramm der deutschen Lokomotivwerke. Doch der Krieg brachte auch hier eine revolutionäre Wendung. Die Konzentration aller Kräfte auf ein Ziel. Nur noch eine Lokomotive, die auf allen Strecken in Frost und Hitze durchhält. Nur noch eine Lokomotive, aber die beste und einfachste für den Einsatz im Kriege. Nur noch eine Lokomotive, doch gemeinsam gebaut von allen Lokomotivwerken des Reiches. Das erforderte die sinnvolle Verteilung der Arbeit auf viele Werke, die strengste Normung aller Teile, die äußerste Vereinfachung jeden Werkstückes. Das heißt, jährlich Tausende von Lokomotiven mehr als im Frieden bauen, ohne mehr Arbeitskräfte als bisher zu beanspruchen. Das bedeutet, die Weite des europäischen Raumes meistern, soweit Räder über Schienen rollen. Radsätze, Druckbehälter, Funkenfänger, Treibstangen, Rotzylinder und viele andere Lokomotivteile sind planmäßig von den anderen Werken angeliefert worden. Der Bau der Kriegslokomotive 52 kann auf vollen Touren laufen.